Wir machen weiter mit dem nächsten Festtag, der Höhepunkt mit dem Ochsenrennert. Bevor wir zum Ochsenrennert kommen, ist er da früher schon losgegangen, haben sie mit unseren Siemenskirchner Böllerschützen. Die haben uns richtig gleich aufgeweckt, damit ich und wir alle nicht verschlafen haben. Also bei mir hat es funktioniert. Und um 8 Uhr sind schon die ersten Oldtimer gekommen. Oldtimer, Quicklis, ein wunderbares Bild. Sogar das Original Pinsel-Auto von irgendwie und sowieso war da. Und was möchte man mehr? Im Anschluss ist dann die Masse gegangen auf die Ochsenrennbahn. Alle Ochsen, die da gelaufen sind, sind von unseren Mitgliedern selber. Wir haben ja nichts dazu gekauft oder dazu gemietet. Das war eine super Sache. Und ich möchte mich auch nochmal ganz recht herzlich bei den Ochsen bedanken. Die haben sehr viel Herzblut und sehr viel Energie eingesteckt die letzten Wochen, Monate, damit das überhaupt so funktioniert hat, wie es funktioniert hat. Von der Seite nochmal einen riesen Applaus an unsere Ochsener. Ihr wisst ja selber, dass das am Ende des Tages ein Glück ist, wer da als Erster durchs Ziel geht. Aber, ihr habt es ja von mir schon gehört, jeder, der bei uns im Verein irgendwie was macht, irgendwie dabei ist, da gibt es keinen Verlierer. Jeder ist ein Sieger bei uns. Man sieht den Bobby jetzt da im Hintergrund, der hat unsere Quickly, die wir dann im Anschluss verlost haben, nochmal fortgeführt. Wie gesagt, das war ein herrliches Bild. Das Wetter hat passt. Die Leute waren alle gut drauf. Und vor allen Dingen, was das Wichtigste ist, es ist nichts passiert. Weil so viel Aktivität und vor allen Dingen, ihr müsst euch vorstellen, unsere Leute haben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Tag und Nacht gearbeitet, dass da aufgrund der Müdigkeit und trotzdem haben sie weitergemacht, trotzdem haben sie sich nicht gehen lassen, damit wir mir bis zum letzten Tag heute hier da erinnert sitzen können und das Fest wunderbar ausklingen lassen können. Super, nochmal vielen Dank. Wir haben natürlich dann aber einen Sieger gehabt, das Team Kufner, der Markus, Isabel, Entschuldigung, Jasmin und der Besitzer war, wie kann es anders sein, unser Chefmoderator vom Ochsenrennert, der Franz Leipfinger mit seinem Harti. Und jetzt an den Franz nochmal vielen, vielen Dank, dass du das übernommen hast. Ich glaube, an den Applaus wirst du merken, wir werden die demnächst irgendwann einmal im bayerischen Fernsehen sehen. Was mich natürlich wahnsinnig freut, wir haben das jetzt einmal ausprobiert, dass wir gesagt haben, alle, die zu uns kommen wollen, können auch bei uns campen. Wir haben auf der rechten Seite jetzt von mir aus gesehen, vom Zelt, unseren Zeltlager vorgegeben gehabt. Und es haben sich einige eingefunden. Und was wunderbar war, wie wir dann die Verlosung von der Quickly durchgeführt haben, hat der Gewinner, der wo gezogen worden ist, sogar die weiteste Anreise zu uns hergehabt. Und zwar aus Erlangen-Höchstädt. Der Walli, da vorne sitzt der Walli. Sag uns, unser Gewinner von der Quickly. Ich muss sagen, das ist ganz was Besonderes. Das sind die richtigen Eiger-Fans. Und du möchtest was sagen, sag du. Die Eiger-Freunde Burkhandach, auch im Steigerwald, möchten sich für die 4 Tage, wo wir da waren, recht herzlich bedanken und möchten den Grüß euch überreichen. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Auf jeden Fall, Angstmann. Super, Dankeschön.